renn hier wieder. Kaum geht's durch. Muss in meinen Spiegel gucken, ob ich nicht auch irgendwo geschmiert bin im Gesicht. Ach, hier, Damage wieder alles kaputt. Moin. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in den heiligen Hallen. Wir machen heute mal wieder volle Elan an unserem Ford Capri Zack Speed weiter. Wir haben mehrere Baustellen gleichzeitig offen. Wieder Pascal Wunden an seinem Körper. Geht noch. Ja, heute werden wir uns mal um das Thema Türen Türblatt. In Angriff nehmen. In Angriff nehmen, so ist richtig. Ja, wir haben ja hier die originalen Türen, die haben wir schon mal grob gespachtelt damals, entrostet gehabt, haben da jetzt erstmal eine schwarze Grundierung draufgeballert, damit das zum Rest der Karosserie passt. Hatten jetzt die Türen auch schon mal drinnen verschraubt und der Türspalt hier hat jetzt auch noch einigermaßen hingehauen. Oder was heißt einigermaßen? Ziemlich gut eigentlich dafür. Ziemlich gut dafür, dass wir jetzt hier so einen übelsten Aufbau noch haben in dem Türspalt, der eigentlich da war. Und jetzt werden wir eine Türverkleidung innen bauen und haben uns schon mal Gedanken gemacht, wie wir die Türen generell bauen wollen. Weil wir machen das ja hier so ein bisschen auf Rennsport, ne? Und deswegen werden wir auch kein normales Glasfenster mehr einbauen. Das heißt, wir werden dann hier eine Plexiglasscheibe einkleben, schrauben, befestigen, wie auch immer. Der Plan steht noch nicht so hundertprozentig. Der Rahmen hier, der ist einzeln geschraubt, den kann man rausnehmen. Ja, und da wir ja die Plexiglasscheibe jetzt wahrscheinlich einkleben werden, dann kommt dann hier noch so ein kleines viereckiges Schiebefenster rein, wie das halt im Rennsport so üblich ist. Brauchen wir quasi den Fensterheber nicht mehr, den Original-Türöffner und so weiter und so fort. Deswegen können wir das sozusagen alles erstmal rausschneiden, um quasi Gewicht zu sparen. Das heißt, Fensterheber und Türgriffhalter und so weiter und so fort ist dann in dem Blech eh mit drin. Deswegen können wir das einfach rausschneiden und dann fliegt das weg. Dann wird der Pascal jetzt eine wunderschöne Türverkleidung bauen. Wie soll das anders sein? Wird natürlich aus Aluminium reinkommen, 2 mm stark, wie der komplette restliche Innenraum auch wird. Und dann brauchen wir noch einen Türöffner, den haben wir uns auch schon besorgt, mit so einem Bändelsystem hier. Das ist quasi hier so ein Haken mit so einer Schlaufe, aber da kommen wir dann gleich dazu, wenn wir das dann installieren. Ja, Pascal, eine Tür hast du ja schon gebaut, ne? Jetzt zeig mir nochmal, wie wir die zweite bauen, würde ich sagen, oder? Machen wir's. Hab ich jetzt verraten, ne? Dass du schon vorbereitet hast. Nee, ist doch nicht schlimm. Ist das hier deine Schablone? Das ist Aluminium, ja, die wir den Ausschnitt mal grob, damit das auch ungefähr wieder ständig wird. Also theoretisch müssen wir das Ding jetzt wahrscheinlich einmal umdrehen und dann müsste das von der Kontur her fast reinpassen. Ist das jetzt, der Schablone von dem Alublech, ne? Genau. Jetzt weiß ich ja, was du gemeint hast, weil du vorhin gesagt hast, du hast das Ding hier nochmal vom Schrott rausgekramt. Jawohl. Ich habe das Ding nämlich schon kurz im Kleinen gebogen. Genau, ich habe wieder ein bisschen Blech gebogen. Wir brauchen ja jetzt noch einen Ausschnitt, einmal für die Tür. Und das Blech ist ja quasi so 2-3 cm überlappend über die Kante, die wir ausgeschnitten haben, ne? Ja. Das heißt, du könntest jetzt quasi den alten Ausschnitt nehmen. Nur mal grob anzeichnen halt, damit das ungefähr identisch ist zur anderen Tür. Ja. Damit es nicht irgendwie... Ja, ist ja relativ selbsterklärend, ne? Anzeichen, rausschneiden, weiter geht's. Okay. Ich wollte jetzt erklären, naja, die Linie, die ziehen wir jetzt mit einem 6 mm schwarzen Edding. So in 10 Minuten gemacht, oder? Ja, zeig mal an und dann flexen wir das raus, Fabian. Genau. So hast du richtig heran, mein Freund. Gut, wunderbar. Bis gleich. So, wir sind jetzt fertig, haben das Loch jetzt ausgeschnitten und jetzt können wir die Schablone, die wir hier benötigt haben, für die andere Tür schon im Vorhinein, können wir jetzt nutzen, um diese auf diese Blechschablone Aluminium 2 mm stark zu legen. Im nächsten Step werden wir jetzt mit einem Filzstift Edding. Edding ist die Marke. Das ist wie Kärcher oder Fanta. Oder Flex. Oder Flex oder Oli P. Das sind alles Marken. Alles Marken. Das ist ein Filzstift. Oder wie jetzt das jetzt gern. So soll ich es machen. So ist es jetzt schon gemacht. Genau. Ja, das dann war's. Machen wir das doch, oder? Und was machst du hier? Deine Penispumpe, oder? Ja, Freunde, also machst du jetzt erstmal hier Anzeichnungen und dann genau. Schneiden wir das Ding aus. Ne? Wie wir es ausschneiden, zeigt man gleich nochmal. Wieso? Weil wir es nicht mit dem Winkelschleifer machen, das schmiert nämlich nur. Ja, mit der Stichsäge wahrscheinlich. Mit der Stichsäge, das war's schon.
So Freunde, ich mache in der Zwischenzeit hier die leidige Aufgabe, oder habe die leidige Aufgabe, den Ausschuss zusammenzubauen. Ich, der mit Wigschweißen mal gar nichts am Hut hat. Aber das dauert hier halt eine halbe Ewigkeit wegen den ganzen Pie-Cuts, die wir hier eingesetzt haben. Das heißt, wir müssen hier 10.000 Nähte setzen. Und dafür, dass ich mich jetzt hier das erste Mal wirklich so richtig damit beschäftigt habe, sieht es jetzt mal gar nicht so schlecht aus, würde ich fast behaupten. Ne? Mhm. Ja, haben jetzt hier vorne, das Ding habe ich jetzt so grob durchgeschweißt. Dann die Schalldämpfer und das Endrohr, was nach hinten weggeht, ist jetzt auch schon alles durchgeschweißt. Und ich bin jetzt gerade damit beschäftigt, quasi hier unten den nächsten Rohrbogen zu bauen und dann nach hier hinten wegzugehen. Jo. Dafür hat uns der liebe Corneus hier sein Wigschweißgerät zur Verfügung gestellt und so ein bisschen Equipment. Also wir müssen das ja hier beim Schweißen füllen mit Gas, damit auch innen drin die Naht schön verläuft. Deswegen haben wir uns jetzt mal hier so ein paar Edelstahlschwämme besorgt. Die können wir jetzt wunderbar hier in so Öffnungen reinstopfen, damit das dicht ist. Dann auf einer Seite, wenn wir jetzt zum Beispiel hier irgendwie eine Naht ziehen wollen, füllen wir uns dann quasi hier den Schlauch ein mit dem Gas, was dann da reinströmt. Machen das hier mit dem Schwamm dann auch ein bisschen dicht. Können das dann hier mit dem Hebel aufdrehen. Und dann muss das Gas auch wieder irgendwo raus. Und dafür hat der Corneus hier so cooles 3M-Band. Ist auch gar nicht mal so billig. So hitzebeständiges Silberfolien-Klebeband. Das können wir dann sozusagen über die Öffnung kleben und uns da so ein paar kleine Löcher reinstechen, damit dann das Gas da auch wieder rausströmen kann. Bevor wir das hier alles zurechtschweißen, würde ich euch empfehlen, diese Pie-Cuts hier wirklich 10.000 Mal zu punkten, weil beim Schweißen wird das teilweise so heiß, dass die Dinger sich dann irgendwie verziehen können. Und wenn wir das halt gut durchgepunkt haben vorneweg, kann dann nicht mehr so krass viel passieren. Obwohl man sagen muss, dass Edelstahl extrem scheiße ist zu verarbeiten, weil das muss ja jetzt hier wirklich alles hundertprozentig auf Stoß passen. Und wo wir jetzt hier die ganzen Pie-Cuts zusammengeschweißt haben, hat sich das um ungefähr 2 cm nochmal verzogen. Das heißt, das Ding ist an sich nochmal einiges kürzer geworden, wie es eigentlich muss. Jetzt passt es ungefähr hier auf Stoß hin. Wir werden jetzt aber im Nachgang nochmal so ein paar Kompensatoren einsetzen, damit, wenn die Geschichte dann durch den Motor warm wird, der auch noch ein bisschen arbeiten kann und uns da nichts wieder abreißt oder durchbricht. Ja, dann würde ich sagen, punkte ich jetzt erstmal den ganzen Kram zusammen. Heiße Angelegenheit, Freunde. Der Spalt hier kommt noch zu, keine Angst, da stelle ich noch ein. So, bist du weiter? Bist du halt? Ja, freilich. Einen Helm ab, den anderen Helm auf, oder? Besser ist das, oder? Ach du Scheiße, ist das schön geworden. Wenn es ja so bleiben wird, ne? Mit der schönen Oberfläche, aber da gehst du einmal hier drüber, hier. Dann hier, zack, zack. Apple Watch, kratz. Apple Watch. Ja. Das ist eine echte Apple Watch, ja? Soll ich es angeben, oder? Nee, ich denke es doch. Nee, angeben ich nicht. Ich schließe nur alt, Leute. Wollen wir schnell einen Einzelbund neu machen hier? Mal zu zeigen, den Jungs. Ja. Mal zeigen, wie ein Einzelbund eingezogen wird, oder? Genau. Also M6 Einzelmutter. Oder? Wird ein Loch, gebohrt auf 9. Und dann außendurchmesser auch 9. Dann führen wir die schön hier ein. Na. Und dann wird die eingezogen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man sieht, wie es von hinten aussieht, oder? Also. Wenn ich euch zwei reinlassen soll, müsst ihr das machen. So. Tada! Wir hätten jetzt aber theoretisch von hinten Muttern anschweißen können, ne? Aber das ist halt wirklich der schnellste und einfachste Weg, sowas zu machen. Ja. Ja. Also zum Verständnis, der Pascal hat vorher das Blech draufgelegt und alle Löcher zusammen abgebohrt mit dem, genau, mit dem, also Verkleidungsteil. Verkleidungsblech aufgelegt und alle Löcher quasi mit dem Aluminiumblech durchgebohrt, dass die halt auch wirklich hundertprozentig alle auf Stoß sind. Wo der Pascal das letzte Mal sich schon in die Hose geschissen hat, war bei dem oberen Loch hier, ne? Wie ihr sehen könnt, stimmt das hier überhaupt nicht überein. Aber da kam der Johannsi, das ist meine Wenigkeit, mit der nötigen Intelligenz, und der hat dann das Ding hier hochgedrückt. Sicher, Karls. Weil der Rahmen hier oben ja jetzt massivst dünn ist und kaum Stabilität hat, kann der sich so ein bisschen verwinden. Ja, das hat der Pascal dann noch schön eingesenkt, wie ihr sehen könnt. Und jetzt machen wir da schöne Senkkopfschrauben rein, damit das alles schön eine Fläche ergibt.
Und dann, wo geht's jetzt weiter, Meister? Dann bauen wir die Tür erstmal ran. Die Tür erstmal ran. Genau, schauen erstmal. Und dann positionieren wir unseren Türöffner. Genau, wo er hin soll. Damit uns das Ding dann, wenn wir das jetzt hier irgendwie x-beliebig machen würden, kann es natürlich passieren, dass uns das dann hier irgendwo gegen unser Türkreuz stößt und wir dann die Tür gar nicht mehr aufkriegen. Deswegen Tür einbauen und die perfekte Position erstmal suchen. Ja, ja. Gefunden. Gefunden, da drüben. Ach, ist sie geil. Doch, da ist sie. Da ist sie ja schon. Zeigt nicht so viel von weg, Meister. Ich habe hier schon mal mittlerweile wieder ein bisschen mehr Rohr dran, wie ihr sehen könnt. Ich könnte gerade am Schweißen, hier kommt hier Gas rein, wie ich vorhin erzählt habe. Ne? Hier sind jetzt überall meine Schwämmchen drin. Und wenn du jetzt hier dein Ohr dran halten würdest, Fabian, dann würdest du es hier aus diesen Löchern. Nein, hier oben. Ah, da, ja, genau. Ja. Da vielleicht leicht zischen hören. Ich werde mich jetzt hier erstmal Stück für Stück durcharbeiten. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier die Pie-Cuts miteinander verschweißen. Das ist eigentlich dein neues Lieblingswort, das habe ich noch nie gehört. Das hast du aber heute schon 10-mal gefallen. Die heißen so. Ich habe mich doch informiert. Also ich hoffe natürlich, dass ich recht habe. P-I-E-Cuts. Heißt das Pie-Cuts dann? Das ist Pi. Pie-Cuts. Was? P-I? E. Und dann Cuts. P-I-E. Und dann Cuts, ja. Und dann C-U-T-S. Cuts. Das wird schon. Also Pi ist ja eigentlich P-E-I. Naja, keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wie es richtig heißt. Mir doch Rille. Hauptsache die Scheiße hier funktioniert, mein Freund. Deswegen schweiße ich das jetzt hier erst durch, weil es sein kann, dass ich der ganze Kladderadatsch hier nochmal massiv verziehen kann. Das heißt also, das Rohr ist jetzt hier perfekt flucht mit dem anderen Rohr, wie auf der anderen Seite hier auch. Allerdings durchs Verschweißen jetzt hier kann es sein, dass sich das hier dann nochmal irgendwie massiv bewegt oder verändert. Deswegen habe ich auch quasi jetzt hier den Spalt noch so groß gelassen, weil ich das dann wahrscheinlich eh nochmal auftrennen werde und dann letztendlich das Rohr hier nochmal anpassen muss. So weit ist hier. Ne? So weit sind wir fortgeschritten. Bis gleich. Machst du erstmal hier dein Kabel mit der Konstrukt enger? Wegmeiß einfach. Wegmachst es. So, Pascal, was hast du gemacht? Keine Ahnung, warum ich das jedes Mal erzählen muss, weil ich hab's ja gar nicht gemacht. Nee. Ihr zwei Kackstifte. Das ist ja frech heute, oder, Fabi? Frech heute, aber die Leute sind sich gewohnt und die fühlen sich wohler in einer gewohnten Umgebung. Ich? So. Ich bin in einer gewohnten Umgebung. Die Menschen, die uns zuschauen. Wenn sie mein Gesicht sehen. Ja, da freuen die sich. Die sitzen gerade alle vor dem Endgerät. Wenn sie Pascal sehen, weil laut Kommentaren ist das immer, das immer nur halb so gut, wenn der Pascal nicht dabei war. Das hat sehr tief in meiner Seele gebrannt. Das ist jetzt schon das zweite Video. Ich hab's geliked. Du hast wahrscheinlich auch geschrieben. Und das werden wir jetzt die nächsten 10 Videos auch erwähnen, dass mir das sehr schmerzhaft wehgetan hat. Der Einzige, der mich versteht, ist wirklich der Florian Rath. Den könnt ihr mal in den Kommentaren suchen. Ne? Satzbauweise ist nicht immer so ganz in einer Reihe, sag ich mal so. Aber der Rest ist schon ganz okay. Gib dir Mühe. Für dich gibt's auch Medikamente, sag ich mal so. Ne? So, Pascal, hast du jetzt hier das Konstrukt reingefräst, oder was? Genau, und zwar reingemacht, ja. Ich habe jetzt, wie gesagt, gab's ja Aufkleber dazu. Ist da noch ein bisschen da davon? Das hier. Ja gut, das lassen wir jetzt. Also war ich bei den Tür-Dings, wie nennt man es denn? Türöffner-Schlauben, war hier so Aufkleber dabei, also hier so runde. Da kannst du das Ding schön hinkleben, da sind die ganzen Bohrlöcher und alles schon vormarkiert. Also wirklich mal einer mit Hörnern und Verstand an die Sache rangegangen, ne? Das stimmt. Ja, dann haben wir hier die Geschichte gebohrt, haben hier noch ein Langloch reingefräst, mit der Bändel auch durchgeht. Das Ganze jetzt verschraubt. Was ein bisschen tricky war, ist die Länge von unserer Türstange hier herauszufinden. Ne? Ja. Muss man schon mal so ein bisschen gucken, welche Länge man da ungefähr braucht. Und wenn wir das jetzt quasi hier mal anhalten und ziehen. Funktioniert die ganze Party auch schon. Wird dann hier über den Mechanismus hier umgelenkt und zieht dann quasi in drinne das Gestänge. Simpel, effektiv. Das war das Schlusswort des Tages. Oli P., willst du auch mal was erzählen noch, oder was? Nichts mehr zu sagen. Was waren einer deiner größten Hits damals? Fische im Meer. Fische im Meer? Hast du die Flugzeuge in meinem Bauch gesungen? Auch. Auch. Thunfische am Strand war auch nicht schlecht. Sehr ernst, gab's weg. Aber mittlerweile schraube ich an Trabis. Gab's hier Flugzeuge in deinem Bauch? Gab's tatsächlich. Allerdings weiß ich nicht, ob es ein Oli P. war. Okay, ja.
Aber singst du ja jetzt momentan nicht mehr, ne? Ich bin raus. Bist du jetzt in das, nicht mehr. In das Trabantgeschäft eingestiegen? Und hier läuft er? Das läuft hier wunderbar. Halt. Geil. Ein richtiger Mann die Aufgabe hier gegeben. Ja. Und siehst ja, nicht bei rumgekommen. Ja, ich bin immer noch beim Ausruf zugange, Freunde. Tick, 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 tick. Das Geräusch habe ich schon heute Nacht schon von geträumt. Ja, Fabian, der Pascal baut jetzt mal hier die Geschichte schön zusammen. Ich werde hier noch ein bisschen im Ausruf rumschweißen. Vielleicht komme ich heute noch ein bisschen weiter. Da können wir dann gleich noch was vom Ausruf zeigen, ne? Wie das Ding dann mal so grob da dran hängt. Mhm. Und dann will ich eure Meinung wissen zur Plexiglasscheibenbefestigung. Will ich einen guten Rat von euch? Könnt ihr euch schon mal Gedanken machen? Und die Befestigung unserer Auspuffanlage. Sind wir noch am Überlegen, aber da komme ich gleich nochmal dazu. Komm, wir gucken jetzt mal drüben, was der Kevin treibt. Ne? Mit seinen 3000 Sätzen Felgen. Ist hier das Felgenlager vom Trabantwerk? Ja, das ist HWB Felgen, Wasser, weißt du schon? Hast du einen Überblick? Nee, du. Kennst du die noch aus? Warum hast du denn die Felgen überhaupt gekauft gehabt? Oder hast du die noch? Weil ich das wegschicken muss zum Verbeiler. Ah ja. Ja, und die muss ja irgendwo drauf stehen, die Karre. 6 Felgen. Ja, hast du nichts. 10 Felgen. 14 Felgen. Ein Auto, Freunde. Bei den Pelle ging es wahrscheinlich tief genug mit den 15ern. Und jetzt hast du drauf, wie viel Zoll ist denn das? 13. Also ist jetzt brechend tief, liegt fast auf. Also mit 13 Zoll liegt der Arm auf, weil der Reifen halt vom Durchmesser ein bisschen kleiner ist. Also für den Kevin ist das jetzt zum Beispiel tief, für mich ist das Bogge hoch. Weil für mich tief ist, wenn die Felge volles Rohr im Radkasten versenkt ist. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Typen seid. Entweder seid ihr Rathaus-tief, tiefe Typen oder Auto-tief, tiefe Typen. Ja? Mir gefällt immer besser, das Auto vielleicht noch ein bisschen Bodenfreiheit, aber die Felgen volles Rohr im. Das Schöne ist ja, das können wir uns ja jetzt aussuchen. Das können wir uns jetzt aussuchen. Wir haben ja 14 Felgen zur Auswahl. Quasi. Ja, so ist halt, es ist halt auch komplett lenkbar auf 0 Bar. Das ist halt schon geil. Und das Ding ist halt vom Rahmen her so tief wie es noch geht. Hinten können wir vielleicht noch ein Ticken, aber. Okay, weitermachen. So, Ladies and Gentlemen, wir sind eigentlich soweit. Na, durch sind wir nicht, ne? Müssen noch ein bisschen was bauen. Aber der Fabian ist jetzt höchst motiviert zu schweißen. Hat dir gestern Abend schon ein paar Probestücke gemacht? Währenddessen ich drüben mit dem Kevin eben noch ein bisschen gefachsimmelt habe, hat er gesagt, komm, mach mal Schweißgräder, ich will noch ein bisschen schweißen. Also das sind hier Fabian seine ersten Gehversuche beim Mixschweißen. Generell beim Schweißen. Generell beim Schweißen. Dann muss ich schon sagen, für das erste Mal so ein Ding in der Hand gehabt zu haben, ist das schon mal gar nicht so verkehrt. Ja, denke ich auch. Meister. Kann sich sehen lassen. Ja, Freunde, ich habe die Auspuffanlage so gut wie fertig oder eher gesagt fast fertig. Ich muss jetzt hier noch einen 90-Grad-Bogen hinsetzen. Hier muss noch ein Schalldämpfer hin und das Endstück oder Endrohr, wie ich das halt drüben gemacht habe mit diesem 90-Grad-Bogen, dass wir den so schräg abkappen, dass da so eine schöne tropfenförmige Ellipse nach hinten weg zeigt. Das muss ich jetzt noch bauen. Aber wir wollten ja eben nochmal auf die Problematik von der Auspuffhalterung zurückkommen. Es gibt jetzt folgende Optionen. Also einmal werden wir hier noch Kompensatoren reinsetzen, damit quasi, wenn die Rohre sich über die Hitze der Maschine ausdehnen, hier keine Probleme ergeben. Das heißt, dass die Trümmer sich rechts und links wegbiegen. Das nächste Ding ist, wie wir die Auspuffanlage aufhängen. Also entweder nur an der Maschine, momentan hängen sie wirklich nur an der Maschine, an den Krümmern fest. Die komplette Auspuffanlage will ich am liebsten auch so beibehalten. Das heißt, noch irgendwo diverse Halter jetzt hier hinten, wo der Auspuff jetzt hier noch so ein bisschen schwingen kann, hinten irgendwie am Block zu befestigen, dass wirklich die ganze Auspuffanlage, wie zum Beispiel beim Porsche, nur an der Maschine hängt. Oder aber die Option, dass wir jetzt hier irgendwo noch ein Flexrohr reinsetzen und quasi das Endstück separiert nochmal lagern mit 2 oder 3 Auspuffhaltern, was ich allerdings zu kompliziert finde und ich will jetzt hier nicht irgendwo irgendwelche hässlichen Auspuffhalter hinmachen. Was die Kollegen für Bedenken haben, also der Cuneus und der Kevin, dass die Maschine, wenn die halt richtig Rabatz macht, dass die Endstücke übelste Meter machen hoch und runter, wenn ich Gas gebe oder wenn wir gerade am Beschleunigen sind. Allerdings, die Maschine ist ja nicht festgeschraubt, ich hebe die gerade unten aus dem Motorhalter raus. Und selbst bei dem Extremfall wandert halt hier das Endrohr gerade mal so 1,5 cm hoch und runter. Deswegen ist jetzt einfach mein Plan, das Endstück jetzt hier 1 mm hinter die Verkleidungswand zu setzen,
da kann das dahinter noch so ein bisschen schwingen. Und im Ruhezustand steht das dann genau mittig vom Ausgang. Also, ne, wäre jetzt, glaube ich, so meine Option. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr es machen würdet. Entweder das Ding nochmal trennen mit einem Flexrohr, schwingend lagern oder auch stark am Motor befestigen. Ja, und mit der Problematik mit unserem Fenster haben wir uns auch schon eine Lösung überlegt. Der Pascal hat gestern Abend nochmal geguckt, da gibt es Gummi, Vollprofile, Vierkantprofile, die perfekt hier in diesen Rahmen reinpassen würden, mit noch einem Platz von 2-3 mm für unsere 4 mm starke Plexiglas-Scheibe. Das heißt, die könnten wir dann schön hier auf Press reinstecken und würden uns dann quasi die Scheibe im inneren Rahmen verkleben. Ja, und dann wahrscheinlich hier an der Außenseite nochmal eine schöne Silikon- oder Dichtnaht ziehen. So wird es wahrscheinlich am Ende des Tages werden. Aber falls euch was Besseres einfällt, schreibt es in die Kommentare. Ja, und wie gesagt, hier die Party. Türöffner funktioniert jetzt auch astrein. Gerade wieder reingucken lassen, Pascal, ja? Ja, Ladies and Gentlemen, dann war es das schon wieder hier von unserem Zwischenstandsvideo. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ihr das feiern würdet, wenn wir hier mal so ein bisschen Alltag filmen würden. Haben wir ja quasi jetzt so gemacht, ne? Mehr oder weniger, ja. Mehr oder weniger. Also wenn euch das gefallen hat, das Gewusel hier mal da ein bisschen, mal dort ein bisschen, mal tralala ein bisschen, dann lasst das mal verlauten, dann werden wir uns in Zukunft Mühe geben, hier so ein bisschen mehr einzufangen, was hier so einen ganzen Tag in den heiligen Hallen passiert. Ja, Ladies and Gentlemen, das war's quasi schon wieder von diesem Video. Wir hoffen, ihr hattet gestern ein schönes Weihnachtsfest, habt euch reich beschenken lassen. Wir wissen noch nicht, was wir kriegen, Fabian, ne? Nee. Bei uns ist es noch 2 Tage hin bis Weihnachten. Richtig. Ja, dann wie immer nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren, zu abonnieren und vielleicht auch mal, ey, Olli, vielleicht auch mal in die Playlist reinhören über Weihnachten von Olli P. Ne? Gar nicht mal so schlecht. Flugzeug in deinem Bauch und so. Geht ab. Ciao, Freunde. Bis zum nächsten Mal.